Ich werde mindestens genauso oft nach neuen Produkten oder nach Produkten, die ich empfehlen kann, gefragt, wie man denn die Produkte aufträgt, also nach der Reihenfolge beispielsweise. Und das ist ganz interessant, wenn man eben Produkte dabei hat, die nicht so einfach handelbar sind. Ich zeige euch heute eine Morgenroutine. Einige der Produkte waren in der Review-Woche. Die verlinke ich dir mal unter dem i. Da findest du alle Produkte, die ich eben in der Review-Woche vorgestellt habe. Da werde ich noch so ein bisschen kombinieren und eine Abendroutine machen für euch. Und ich würde einfach sagen, wir legen los. Fakt ist, so ein Schaum ist unwahrscheinlich ergiebig. Das ist der Hammer. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich habe gerade geguckt, wie viel ich schon verbraucht habe und so viel ist da noch nicht weg. Man muss dazu aber auch sagen, Morgenroutine, da verwende ich meistens was Mildes. In der Regel ist es Waschgel. Jetzt haben wir ja einen Schaum. Ich bin nicht so hundertprozentiger Schaumbenutzer. Also ich fühle mich mit dem Waschgel ein bisschen lieber, aber dieses Produkt hier ist gar nicht übel. Ich habe das in der Review-Woche vorgestellt. Hier ist Zink drin, Niacinamid, ein bisschen AHA, ein bisschen BHA. Ist aber zu vernachlässigen. Ich konnte nicht gucken, wie sauer das Produkt ist, keine Ahnung. Aber am Ende spült man sich's eh ab. Allerdings ist die Kombination, also die Zusammenstellung, recht gut für die Haut. Und ich vertrage es wunderbar. Ihr könnt mir gerne mal unter das Video schreiben, wie ihr das Produkt vertragt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe aber eine Mischhaut in Richtung fettig und bin 44, dass es bei mir doch ein bisschen in Richtung also Spannungsgefühl geht. Aber das legt sich natürlich, wenn ich die Produkte danach auftrage. Wenn du irgendwie einen Hauttyp hast, der trockene Haut oder so, wie du mit dem Produkt zurechtgekommen bist, würde mich echt interessieren. Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Also bei mir morgens meistens immer Waschgel. Oder in dem Fall jetzt das Produkt hier und das braucht, glaube ich, eine Weile, bis das leer ist. Was ich ja richtig liebe, ist entweder ein schönes Gesichtswasser mit guten Inhaltsstoffen oder irgendwie ein Aloe Vera Gel oder jetzt in dem Fall das Produkt hier von Isana. Das soll ja so ein Tube zum Liquid Hydrator sein. Kostet natürlich auch ein bisschen weniger. Habe ich auch in der Review-Woche vorgestellt. Du guckst einfach unter das i. Und sowas liebe ich halt schon aufzutragen, weil das eben die anderen Produkte so ein bisschen erleichtert, in die Haut einzudringen. Ist zumindest mein Empfinden. Und das mache ich schon super lange so. Also einen Schritt direkt nach der Reinigung, der nur auf Feuchtigkeit ausgelegt ist, ist halt irgendwie, das ist so Routine bei mir. Ich mag das, meine Haut liebt das und ich komme ganz gut mit dem Produkt zurecht. Ob ich es mir nochmal kaufen würde? Also ich mag ja dieses Isana Gesichtswasser ganz gerne. Und da komme ich auch recht gut damit zurecht. Also ich finde es ein gutes Produkt, ne? Auf jeden Fall ausprobieren. Vor allem, wenn du Probleme mit deiner Haut hast, ne? Gerne das mal hernehmen, weil hier ist eben auch Glycerin etc. drin. Also tolle Feuchthaltemittel. Und das würde ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen, der mich fragt, was er tun kann. Der Schritt so nach der Reinigung ist halt so mein bisschen Luxus am Morgen. Ne? Also man braucht es nicht notgedrungen, besonders wenn man so einen Hauttyp hat, wie ich den jetzt habe, weil ich trage danach eben noch was mit Feuchtigkeit auf. Also es muss nicht unbedingt sein, aber es ist nur dieses kleine Extra noch dazu. Und das bekommt man halt echt für einen kleinen Preis, weil der Liquid Hydrator von Noah ist halt doch noch ein Ticken teurer. Und von dem her ist das eine ganz gute Sache. Man merkt meinen leichten Hang zur Feuchtigkeit. Das ist jetzt ein Vitamin C-Produkt von Cadea Vera. Ich mag's. Allerdings, wenn du so ein bisschen feuchte Haut hast, kann das schon so ein bisschen schäumen auf der Haut. Und das wirkt dann schon so ein bisschen irritierend, aber es zieht dann doch ein. Und ich habe auch schon ein ganzes Fläschchen davon verbraucht gehabt. Denn Fakt ist, ich habe ja auch damals bei dem No-Produkt gesagt, es ist halt schade, dass man sowas ölig rausbringt. Denn jemand wie ich, der hier halt tendenziell eine fettigere Haut hat,
der trägt sich das nicht gerne am Morgen auf. Und sowas ist halt ganz hilfreich, wenn du danach eben Sonnenschutz aufträgst. Und ich trage Vitamin C-Produkte meistens am Morgen auf, dass das halt dann nicht zu fettig wird, weil du trägst ja eben noch Sonnenschutz auf. Und da fand ich es halt ganz spannend. Funktioniert der unter meinem Sonnenschutz? Und er funktioniert Gott sei Dank. Also da muss man ein bisschen darauf achten, dass die Produkte nicht zu gelig sind, weil sonst rollt oder kann der Sonnenschutz ganz gerne abrollen. Also falls es ein Tipp für dich ist und du Schwierigkeiten mit deinem Sonnenschutz hast, guck mal die Produkte vorher an. Wie sind die von der Formulierung her? Kannst du da irgendwas verändern? Denn meistens sind es die Produkte im Vorhinein in Zusammenwirkung mit dem Sonnenschutz selber und dann rollt es halt ab. Und es war für mich ganz spannend, halt die Reise beispielsweise mit meinem Sonnenschutz durchzumachen, gerade mit den neuen Produkten, die ich halt habe. Davon hatte ich schon ein Fläschchen leer gemacht. Würde sogar noch mal kaufen. Schöner fände ich das Produkt allerdings, wenn sie an der Formulierung was machen könnten, dass es halt nicht mehr so ein bisschen schäumt. Der Duft muss auch nicht sein. Absolut nicht. So, und jetzt kommen wir zum Sorgenkind, was eigentlich, und ich muss ehrlich sein, gar kein Sorgenkind mehr ist, weil ich einfach verstanden habe, auf was ich achten muss, damit es funktioniert. Das ist der Kolibri-Sonnenschutz. Der war ja so ein bisschen. Ah, da haben diverse Influencer haben ein Produkt gekriegt, was eine andere Charge hatte, lustigerweise. Und das hat nicht funktioniert. Und ich liebe das Zeug inzwischen echt. Also da ist nicht mehr viel drin, so weniger wie die Hälfte drin. Und ich liebe den Pumper, muss ich wirklich sagen, in dem Zusammenhang, weil du dir einfach keine Gedanken machen musst, wie viel du aufträgst. Vier Pumpstöße und fertig. Also es ist richtig cool. Es gibt ja auch die Drops, die jetzt zum Beispiel auch Rossmann rausgebracht hat. Früher war es so, dass eine Pipette eben 1 Gramm ist. Und du sollst eben schon 1 Gramm auftragen. Und ich kann mir echt vorstellen, das Produkt nochmal zu kaufen, bin ich ganz ehrlich. Denn es funktioniert für mich. Und die Haut ist eben danach lange nicht so speckig. Und ich muss da schon besonders hingucken. Gerade bei Sonnenschutz, weil der generell immer ein bisschen speckiger ist. Der funktioniert auf meiner Haut. Ich kann mir aber vorstellen, wenn jemand ein bisschen trockenere Haut hat, der wird Probleme haben mit dem Produkt. Auch das habe ich vorgestellt, ist aber schon ein bisschen länger her. Werde ich dir auch mal unters i packen. Na, wie sieht deine momentane Routine aus? Kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare packen. Ich würde mich freuen. Kommst du mit den Produkten, die ich vorgestellt habe, zurecht? Auch gerne mal was in die Kommentare schreiben, würde ich mich freuen. Ansonsten findest du die Playlist zur Review-Woche unter dem i nebst der Review zum Sonnenschutz. Wie kommst du mit dem Kolibri-Sonnenschutz zurecht? Würde mich mal interessieren. Ab in die Kommentare. Ich sag danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.